So, hallo zu diesem neuen Video. Ich habe hier mal wieder diesen Zeilentrafo, mit dem ich schon mal experimentiert habe. In einem Video, das ich jetzt in der Beschreibung und hier auf dem Bildschirm verlinke, habe ich gezeigt, wie ich den mit einem mit meinem Musikverstärker ansteuere. Jetzt habe ich mir da so eine kleine Schaltung zusammengebastelt. Das ist eine Transistor-Kippstufe. A-stabile Transistor-Kippstufe, wo ein MOSFET dranhängt. Was das für einer ist, weiß ich nicht so genau. Habe ich irgendwo ausgelötet. Und der Elko da, den habe ich zum Spannung glätten. Die Kabel, die ich da jetzt momentan verwende, halt die Klemmen da, sind viel zu dünn. Aber für die Demonstration reicht's. So. Es ist nicht so stark. Die Ansteuerung ist nicht so leistungsstark wie die, die ich da gezeigt habe. So, das ist noch zu nah. Moment. So, scharf stellen. Gut, dann fahre ich mal mit der Spannung hoch. Maximal habe ich jetzt da 3 Ampere Begrenzung eingestellt. 4 Volt, 5 Volt. So, 12 Volt. Kriegt man auch ordentliche Lichtbogen zusammen. Pfeift ziemlich schrecklich. Gut, das sind einmal die normalen Lichtbogen. 2,3 Ampere hat er aufgenommen. Jetzt habe ich hier eine kaputte Glühbirne. Jetzt lege ich die da so rein. Oft entstehen da Lichtbogen. Aber gelegentlich, werdet ihr gleich sehen, entstehen auch recht schöne Glimmentladungen. So, da, gelegentlich kann man sehen, ja, so richtig schöne Glimmentladungen. Da habe ich bei den vorigen Experimenten offenbar zu wenig Spannung angelegt gehabt. Die reagieren kaum auf den Schraubenzieher momentan. Vielleicht ist das Licht noch zu stark. Aber man sieht schöne Glimmentladungen. Ja, damit wollte ich euch eigentlich nur mal über meine momentanen Experimente informieren, ein bisschen am Laufenden halten. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ah, Moment, bevor ich jetzt das Video beende, zeige ich vielleicht noch schnell den Schaltplan. So, hab da wieder mal einen Schaltplan zusammengebastelt. Also der Kondensator, der Elko, der die Spannung glättet, sollte halt möglichst groß sein, um die Stromquelle nicht zu belasten und Spannungsspitzen abzufedern. Und sonst einfach eine ganz normale A-stabile Kippstufe, in dem Fall 10 Kilo-Ohm Widerstände und weiß nicht, ob man es erkennen kann, 8,2 Nanofarad Kondensatoren. Transistoren kann man irgendwelche NPN nehmen, MOSFET ein ausreichend starkes, da habe ich jetzt keine Bezeichnung dafür, weil das einfach irgendeins ist, das ich ausgelötet habe. Einfach ein Leistungs-MOSFET und Zeilentrafo habe ich kein Schaltsymbol, drum habe ich da einfach ein Ausgang hingemalt. Ja. Gut. Dann danke fürs Anschauen und bis zum nächsten Video.